Dann will ich einfach mal loslegen. Ich begrüße euch alle ganz herzlich zur GPN 15. Herzlich willkommen. Wie jedes Jahr machen wir einen kleinen Einführungsvortrag, What to Hack. Wie aber nicht jedes Jahr haben wir einen besonderen Begrüßungssprecher. Es handelt sich dabei um gewissermaßen unseren Gönner auf Seiten des ZKMs, unseren Mäzen, wenn ich einmal so sagen darf. Das ist Professor Peter Weibel, der zusammen mit dem ebenfalls anwesenden Professor Wilitzki von der HFG die GPN in großen Teilen uns überhaupt erst ermöglicht hat und denen wir beide sehr dankbar sind, dass sie uns jedes Jahr seit der GPN 8, glaube ich, als wir zum ersten Mal in der HFG waren, immer tatkräftig unterstützen. Und Professor Weibel hat angeboten, hier auch ein wenig zu sprechen. Dann möchte ich ihm auch jetzt direkt die Bühne freigeben. Bitte sehr. Es ist mir eine wirkliche Freude und Ehre und wir sind auch stolz darauf im ZKM, dass wir eben Sie hier vom Chaos Computer Club zur 15. Gulasch Programmierpracht begrüßen dürfen. Sie haben das Design der Wolke gewählt, weil ja die analoge wie auch die digitale Wolke eine besondere Symbolik hat. Wir haben aber vor 2 Jahren durch Snowden gelernt, dass jede Wolke liegt. Die reale Wolke liegt, indem dort Wassertropfen herausfallen, und die digitale Wolke liegt, indem dort Daten herausfallen. Und ich möchte dann sagen, dass wir demnächst hier eine Veranstaltung haben, am Beginn des 21. Juni. Da haben wir zum ersten Mal eine reale Wolke im Museum. Das ist insofern interessant, weil Sie sicherlich wissen, dass die Maler seit Leonardo da Vinci fasziniert sind von dem Malen und Zeichnen der Dynamik der Wolke. Und normalerweise waren die Wolken immer für uns Menschen unerreichbar. Sie haben gewissermaßen die Erdhülle umgeben. Das war dadurch ein Symbol, dass uns der Natur umgibt. Und im Augenblick, wie wir eine Wolke im Museum zeigen, in den geschlossenen Raum eines Museums, ist klar, dass wir die Natur umgeben. Nämlich die Architektur des Menschen, die menschliche Umgebung umgibt die Umgebung der Natur. Das ist ein entscheidender Fortschritt für die meisten. Manche werden sagen, das ist ein Nachteil. Ja. Die werden sagen, wir haben die Natur ins Gefängnis eingesperrt. Aber tatsächlich ist es so, dass die moderne Kunst, wenn Sie nachdenken, hat alles, was bisher Repräsentation war, zum Beispiel man hat Gebirgsbäche gemalt, hat man in der Realität verwandelt. Es gibt reale Wasserfälle. Man hat früher Menschen gemalt, heute gibt es Bodyart. Frau Abramowitsch sitzt sich ins Museum auf Modernart und ist anwesend und das Publikum ist anwesend, das ist das Kunstwerk. Also, wir haben früher Landschaften gemalt und heute machen wir Landart. Ja. Früher haben wir Porträts gemalt, heute machen wir Bodyart. Also alles, was in der Kunst bis 1900 Repräsentation war, Illusion, Schein, Simulation, ist heute Wirklichkeit geworden. Und dadurch sind wir die Ersten, die zeigen können, wir können auch eine reale Wolke im Raum des Museums präsentieren. Gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite, am 21. Juni, den visuellen Künstler und Musiker Rui Ikeda, der seit 10 Jahren mit Daten arbeitet. Ja, und das Datenrausch in Musik verwandelt und visuelle Mustern. Also wir sehen sich im Thema im Wolke sehr, sehr nahe. Also wir haben visuelle Wolken, wie digitale Analoge, wie auch akustische Wolken, können wir anbieten. Und uns ist das so wahnsinnig wichtig, weil der Frank Lloyd Wright hat für das 20. Jahrhundert eine schöne Gleichung, der berühmte Architekt, geschrieben. Die Gleichung hat gelautet, Menschen, klar, Maschinen, Materialien. Maschinen wie Autos und so weiter, ne, haben Materialien gemacht und das ist unsere Welt. Aber ich sage mit Ihnen, die Gleichung des 21. Jahrhunderts heißt anders, ja, zusätzlich. Wir werden immer noch haben Menschen, Maschinen und Materialien. Aber die Gleichung des 21. Jahrhunderts heißt Menschen, Medien und Daten. Das ist der neue Gleichung. Und da ist etwas wichtig, wir müssen, das haben wir eben von Snowden gelernt, die 10 Gebote ein bisschen erweitern. In den 10 Geboten steht ja nicht, du sollst keine Frauen begehren oder keine Männer begehren, da steht genau drin, du sollst nicht begehren deines Nachbars Weib. Ja? Du sollst nicht begehren deines Nachbars Haus, Grund, Hof und Tier. Und deswegen müssen wir sagen, das 11. Gebot, du sollst nicht begehren deines Nachbars Daten. Das ist die Lehre, die wir lernen aus dieser Wolke. Ja? Danke. Jo. Genau, danke schön.
für die netten Worte. Ich habe übrigens gerade erfahren, dass Herr Weibel noch viel vielseitiger ist, als ich das vorher gedacht habe, nämlich, dass er uns allen viel näher steht. Herr Weibel, so habe ich erfahren, hat auch Mathematik studiert und hat also... Also ich muss wirklich sagen, es ist Herr Weibel ist immer wieder eine Überraschung. Er hat immer wieder noch eine Seite mehr, die man an mir entdecken kann. Jo, nun möchte ich, bevor wir die Workshops auf der GPN vorstellen, ein paar Sachen sagen, die euch helfen sollen, euch besser zurechtzufinden. Wenn ihr euch schon so einen Flyer bei der Info geholt habt, dann habt ihr darauf auch so einen Lageplan. Wir sind gerade hier im Medientheater. Das ist der größere der beiden Vortragssäle, den wir benutzen werden. Gegenüber ist der ZKM-Vortragssaal. Dort sind auch Vorträge. Und wir haben noch hier den blauen Salon. Der ist nicht fest eingeplant. Was dort stattfindet, komme ich noch später dazu. Hier, wo nichts steht, das ist selbstverständlich, da ist das Hackcenter. Wir haben einen Bereich mit solchen schwarzen Molton-Bändern abgehängt. Dort bitten wir darum, nicht zu fotografieren. Auf dem Rest der GPN ist Fotografieren unter den allseits bekannten Regeln erlaubt. In diesem Bereich bitte gar nicht. Solltet ihr irgendwelche Infrastrukturanliegen haben, NOC, VOC und POC haben wir da oben gut sichtbar. Ich glaube, da werden auch gleich noch große Schilder aufgehängt an der einen Wand aufgereiht. POC, weil Power und Phone Operation Center und direkt daneben Bar und Info. Da werden Sie geholfen. Genau. Ja, es gibt auch wieder eine Lounge mit schön vielen Sofas. Also, wenn es mal bequemer sein darf, ab in die Lounge. Genau. Jetzt gleich, direkt danach, dieses Event wurde gestrichen. Um 18.30 Uhr, also direkt im Anschluss an diesen What2Hack-Vortrag im Medientheater, wird der diesjährige Game Jam beginnen. Das Prozedere ist wie üblich. In 2 Tagen soll ein Spiel programmiert werden. Jetzt gleich beginnen wir mit der Auswahl des Themas und auch der Vorstellung des ganzen Prozederes. Und am Samstagabend um 20 Uhr wird die Abschlusspräsentation stattfinden, bei der dann auch das beste Spiel ausgewählt und gekürt wird. Direkt danach um 19 Uhr ist das erste Treffen für alle Trolle und die es noch werden wollen. Die es noch werden wollen, kennen diese Webseite noch nicht. Unser Trollsystem funktioniert genau wie das Engelsystem, aber sind ja keine Engel, sind ja Trolle, also ist es das Trollsystem. Wenn ihr so nett sein wollt und uns hier auf der Veranstaltung helfen wollt, dann besucht bitte diese Webseite, legt euch einen Account an und kommt um 19 Uhr wieder in diesen Raum. Dort wird jemand anders als ich hier oben stehen. Bist du da? Da vorne? Ansgar, und wird euch erklären, was es mit dem Trollen auf sich hat und wie das Ganze funktioniert. Der erste Vortrag findet übrigens schon um 18.30 Uhr statt, dann drüben im anderen Raum, es wird um Software-Defined Radio gehen. Eine Einführung nicht, wie war das noch? Eine Einführung auch für Nicht-Funkamateure. So. Genau. Meldet euch an und trollt uns. Ich glaube, ja, was habe ich noch? Genau, Vorträge finden hier und drüben statt. Wir haben hier im Medientheater Vorträge jeweils von 14 Uhr bis 18.30 Uhr. Und dann machen wir Pause zum Abendessen und von 20 bis 24 Uhr ist der zweite Block. Drüben im Vortragssaal fangen wir schon früh morgens um 11.30 Uhr an. Die Pause ist aber gleich, also da gibt's dann Zeit, sich auch mal ein wenig zu erfrischen. Und auch im Workshop-Raum geht's um 11.30 Uhr los. Die Slots im Workshop-Raum sind nicht so regelmäßig verteilt, weil die Workshops sind länger oder kürzer. Da empfiehlt es sich dann doch nochmal auf den Fahrplan zu gucken, wann denn der Workshop stattfindet. Und im Workshop-Raum geht's im Wesentlichen ein bisschen die Puppen. Die Adresse vom Fahrplan, sagt er mir gerade.
Gucken wir mal, ob dieses Ding funktioniert. Da ist der Fahrplan. Ich weiß nicht, ob gulas.ch/Fahrplan, lieber nicht. Diese neuen Domains sind alle so fancy, das lassen wir lieber. Also, hier findet ihr den Fahrplan. Jawohl. Und dann sagte ich, wir haben noch diesen blauen Salon. Da finden keine festgelegten Vorträge statt. Wir haben morgens jeweils zweimal ein Stream-Angebot. Jetzt gerade in diesen Tagen findet zur gleichen Zeit in Indien ebenfalls eine Hacker-Konferenz statt namens Hillhacks. Und dort ist auch Svar ganz wesentlich mit dabei, die vielleicht einige von euch kennen. Und mit der haben wir zusammengearbeitet und das arrangiert, dass wir die Vorträge, die in Indien laufen, auch hier zeigen können. Indien ist uns zurzeit 3,5 Stunden voraus in der Zeitzone. Das heißt, die liegen dann relativ früh morgens. Nichtsdestotrotz, die Streams werden wir anbieten und ihr könnt euch da gerne reinsetzen und gucken, was passiert. Bei dem entsprechenden Eintrag in Fahrplan ist dann auch nochmal der Link zum Fahrplan in Indien. Da könnt ihr dann sehen, was passiert. Außerdem haben wir nachts von 0 bis 6 Uhr dort Antenne Gulasch. Gleich gibt's mehr dazu. Es gibt in Karlsruhe einen freien Radiosender, den Querfunk. Und der Querfunk hat ein Nachtprogramm, was normalerweise aus der Dose kommt, was aber jetzt zur Feier der GPN live im Blauen Salon produziert und dann ausgestrahlt wird. Ihr dürft dort gerne mithelfen. Und zwischen diesen festen Terminen ist der Blaue Salon frei für eure spontanen Vorträge und Ideen. Da steht, ein leerer Fahrplan hängt an der Tür. Das ist nicht ganz korrekt. Ein leerer Fahrplan wird an der Tür hängen. Da dürft ihr euch dann verewigen, wenn ihr gerne etwas erzählen wollt, für das hier im Fahrplan kein Platz mehr war. Ich glaube, es ist mir gelungen, fast alles noch irgendwie in den Fahrplan einzusortieren. Ich entschuldige mich für die bei denen, die es nicht mehr ganz geschafft haben, aber der Fahrplan ist dann irgendwann auch voll. Für euch ist dann der Blaue Salon. So, ich glaube, dann habe ich aber auch mal genug Quatsch erzählt. And now actually what to hack auf der GPN 15. Da ist mir gerade noch eben von der Seite ein Thema reingereicht worden, für das ich jetzt gar keine Folie habe. Obelix, erzähl doch mal. So, vielen Dank, Andi. Ich habe was kurz, das ist vom ZKM. Wie auch schon Herr Weibel angesprochen hatte, haben wir die globale, die Ende Juni jetzt anfängt. Und als Teil der Globale haben wir die Ausstellung, ich muss das ablesen, es tut mir leid, ich habe das gerade eben gekriegt. Genau, also es geht darum, es ist ein Workshop, Creative Living Ecosystems Inside Computers, werde Teil von Biomod. Da geht es darum, es ist ein kollektives Kunstprojekt, für das wir Künstlerinnen, Designerinnen, Hackerinnen, Gamerinnen, Umweltaktivistinnen und andere kreative Maker aus Karlsruhe und der Umgebung suchen für die Installation Biomod ZKM hoch 7. Genau. Das ist Teil und soll im Oktober 2015 in der Ausstellung Exo-Evolution präsentiert werden. Also ihr habt, wenn ihr noch nie an einem Kunstwerk mitgearbeitet habt und irgendwie cool programmieren könnt oder irgendwas fancy Blinkendes machen könnt, dann könnt ihr auf jeden Fall mitmachen. Wir freuen uns und wir denken auch, dass hier bestimmt Leute sind, die daran interessiert sind, an der Infotheke gibt es dazu so kleine Flyer. Ihr könnt mich aber auch gerne noch fragen, ich gebe euch dazu gerne mehr Informationen. Der Workshop findet nicht während der GPN statt, das hat leider nicht geklappt, sondern am 11. und 12. Juli jeweils ab 11 Uhr hier im ZKM. Genau, nur also als Hinweis, wer interessiert ist, kann sich am Infotresen Flyer abholen. Und jetzt zurück zu Andi oder den anderen, die dann was Lustiges für euch präsentieren. Viel Spaß noch. Nummer 1 auf unserer langen Liste der Vorträge, Antenne Gulasch.
Ja, moin moin. Wir haben dieses Jahr die großartige Gelegenheit, aktiv Frequenzverschmutzung betreiben zu können, indem wir im Nachtprogramm des Querfunk auf UKW 104,8 MHz Frequenzmodulation uns verewigen können. Wir haben Sendezeit am Freitag und Samstagnacht von 0 bis 6 Uhr. Es gelten natürlich die üblichen Sendestatuten wie kein Rassismus, kein Sexismus. Das versteht sich, glaube ich, von selbst. Und auch ansonsten so gesunder Menschenverstand darf gern benutzt werden. Ansonsten gibt es programmlich im Prinzip keinerlei Vorgaben. Und wer gerne mitmachen möchte oder sich irgendwie in diesem Radioprogramm hören möchte, Programmvorschläge und Ähnliches hat, kann sich gern an mich wenden oder irgendwie im blauen Salon vorbeistrahlen oder am Infothesen, die wissen bestimmt, wo ich bin. Danke. Da hat noch gefehlt oder an jeder anderen Polizeidienststelle. Als nächstes der Capture the Flag Wettbewerb. So, auch dieses Jahr gibt es wieder einen Capture Flag Wettbewerb. Dieses Jahr zusammen organisiert mit KIT-CTF, also irgendwie hat's das Logo verschoben, aber PowerPoint. Auf jeden Fall, letztes Jahr kam das Ganze schon so gut an, irgendwie mit 160 registrierten Leuten und zumindest irgendwie 74 haben auch mindestens eine Aufgabe gelöst gehabt. Und dementsprechend haben wir uns gedacht, lief schon mal gut an und dieses Jahr machen wir es ein bisschen anders. Und zwar gibt es dieses Jahr ein Attack and Defense Capture the Flag. Das heißt quasi, ihr hackt nicht unsere Infrastruktur, sondern ihr hackt quasi andere Teams. Also ihr tretet an, kriegt alle dieselben virtuellen Maschinen und sucht Schwachstellen und versucht die anzugreifen und Flags bei denen zu holen. Macht Spaß und es gibt auch was zu gewinnen. Wahrscheinlich jetzt nicht zu erkennen, aber das ist ein silberner Preis. Frisch 3D gedruckt gestern noch. Und ja, ihr könnt euch noch anmelden. Alle Infos findet ihr im Wiki. Das Ganze findet morgen ab 22 Uhr statt. Vorne im Lounge-Bereich, soweit ich weiß. Und um 20 Uhr gibt's nochmal einen Infovortrag morgen auch. Wie läuft das genau ab? Was muss ich irgendwie machen? Wie fange ich an? Etc. Also alles wird erklärt. Und ihr müsst nicht als Team irgendwie euch anmelden. Also könnt auch euch einzeln anmelden und dann sorgen wir dafür, dass ihr ein Team landet. Wie gesagt, den Rest findet ihr im Wiki. Vielen Dank. Oh, und noch was. Es gibt auch ein Team aus Indien von der Hillex, das mitspielen wird per VPN. Als nächstes das Programmierspiel. Dort wurde ich nur aufgetragen zu sagen, es wird ein Programmierspiel geben auf dieser GPN. Es handelt sich um das, ich glaube, vor kurzem mal wieder so ein Hype geworden, dieses agar.io. Agar.io, dieses da. Wir machen das dieses Mal mit nur Computer gegen Computer, mal ein paar Bots schreiben. Alle Informationen zum Programmierspiel gibt es dann auf dem Infobeamer. Also wohin verbinden, was tun, wird dann auf dem Infobeamer erscheinen. Nur so viel dazu. Habt Spaß und baut Amöben, die sich gegenseitig auffressen. Gut, als nächstes kommen wir zur Key-Signing-Party. Möchte da jemand was, dann sage ich auch was dazu. Die Key Signing Party steht für Freitag um, jetzt habe ich es doch gerade glatt selbst vergessen. Es steht im Fahrplan, genau. Ich glaube, es ist Sonntag 11.30 Uhr oder 13 Uhr. Es wird PGP Key Signing stattfinden. Im Fahrplan steht auch eine Anleitung, wie ihr euren Key zur Party einreichen könnt. Oder bringt einfach Keyslips mit, geht angeblich auch. Und ja, dort könnt ihr dann eure E-Mails noch sicherer verschlüsseln. Sonntag 13 Uhr. Die Leute mit den mobilen Endgeräten waren mal wieder schneller. Als nächstes der Freifunk. Hey,
Ja, der Freifunk ist ja eine Ausgeburt der letzten GPN und dieses Jahr sind wir auch auf der GPN mit eigenem Tisch und haben verschiedene Sachen für euch vorbereitet. Einmal gibt es am Samstag um 14.30 Uhr einen Vortrag, da schaut Roman in die Hintergrundtechnik, was bei uns im Hintergrund abläuft, wie die Server konfiguriert werden und vor allem geht er dabei darauf ein, wie wir letztendlich unseren Uplink realisieren und damit quasi euch von der Störerhaftung befreien können. Im Anschluss am Samstag gibt es einen großen Flashing-Workshop, also da könnt ihr zu uns an den Tisch kommen. Wir haben da genug Leute dann da und wir flashen mit euch gemeinsam Router, dass ihr die hier in Karlsruhe und Umgebung aufstellen könnt. Zusätzlich haben wir permanent an unserem Tisch Router für euch zur Verfügung. Es wird wahrscheinlich immer jemand da sitzen, der euch Fragen beantworten kann und euch den Router einrichten kann, wenn ihr da Schwierigkeiten habt. Also es gilt nicht nur Samstag, sondern permanent überall zu jeder Zeit, immer wenn jemand da sitzt. Und wir haben dank unseren Freunden aus Landau fast 40 Router, die wir zum Selbstkostenpreis an euch verkaufen können, auf Kommissionsbasis bekommen. Und ja, da nehmt euch einfach ein, gebt uns das Geld und wir freuen uns beide. Als nächstes das Projekt Wikidata. Ist dort jemand anwesend und möchte etwas dazu sagen? Nein, da geht jemand? Nein? Ah, und da kommt auch jemand. Nein, oder? Na sowas. Dann muss ich da schon wieder mit meinem Halbwissen irgendwas erzählen. Es sind gerüchteweise Leute vom Projekt Wikidata auf der GPN anwesend und sie werden sich hoffentlich ausreichend bemerkbar machen, dass ihr sie findet. Jetzt, ich versuche mich zu erinnern, was sie in dieser E-Mail geschrieben haben. Also es werden auf jeden Fall auch in diesem Projekt wie in allen anderen Open-Source-Projekten immer Helfer gesucht. Und wenn ihr schon immer mal was mit freien Daten machen wolltet, dann könnt ihr euch an die Leute von Wikidata wenden. Heute 21. Es gibt auch noch einen separaten Workshop. Heute 21.30 Uhr wird mir dort souffliert. Was auf dem Papier steht, stimmt immer. Das ist eine grundlegende Eigenschaft von Papier. Genau, dort gibt es den Wikidata-Workshop und auch auf dem Rest der GPN noch die Möglichkeit, sich dort mit den Leuten kurz zu schließen. Gut, dann das Projekt Lampe. Strom? Ah. Es gibt. Hier ist Strom. So, darf ich vorstellen, die Cloud. Ja, ich bin Folie, nächste Folie mit. Ja. Genau. Also ich habe mir überlegt, das Internet of Things muss irgendwie in die Cloud rein. Ich habe es dann einfach mal gemacht. Da ist ein Bild von dem Stand, wie es als Konzept noch da gedacht war. Das ist eine Philips Hue-Lampe. Dann habe ich ein Bash-Skript geschrieben, was interaktiv ist und sich wie ein Computerspiel spielen lässt. Mit WASD kann man Sättigung, Farbe und ja die Helligkeit letztendlich steuern. Was es noch nicht kann, ist blinken. Aber ich bin ja schon seit 13 Uhr hier und habe das zumindest versucht. Alle 5 Sekunden müsste sich jetzt eigentlich das Licht ändern, wenn ich alles richtig gemacht habe. Ja,
Wer Lust hat, ist auf GitHub, kann gerne Bug-Reports einstellen. Da sind wahrscheinlich haufenweise drin. Ich hatte schon ein bisschen Hilfe aus dem Internet bekommen, aus der Cloud. Ja. Und ich hoffe, alle anderen haben auch viel Spaß beim Hacken, was auch immer machen. Der Näh-Workshop als nächstes. Ja, wir sind Masi und Nervengift und wir vermissen Felicitus. Okay, wir sind für mehr Flausch. Ja, und wenn auch ihr mehr Flausch haben wollt, wir nähen mit euch solche, naja, Handschuhe, vereinfacht nennen wir sie Stulpen, in Pfotenoptik und Felicitus bringt Fell mit, Kunstfell hoffentlich, glaube ich, für Öhrchen und dann werden wir alle wunderbare Pfötchen und Öhrchen haben. Hast du noch was hinzuzufügen? Jetzt bin ich selbst gespannt, ob noch eine Folie kommt. Ja, oh, Kaffee rösten. Ja, hallo. Ja, geht so. Ich habe mir gedacht, ich mache mal eine kleine Publikumsbefragung. Wer von euch trinkt Kaffee? Okay, also meine Erwartung ist jetzt, dass die Hände Schritt für Schritt runtergehen. Also lasst sie mal oben. Wer von euch kauft Kaffee in Rohbohnen? Sorry, nicht Rohbohnen, sondern Bohnen. Okay, dementsprechend habt ihr wahrscheinlich auch alle eine Mühle zu Hause. Wer von euch hat schon mal Rohbohnen gesehen, also so ungeröstete Kaffeebohnen? Okay, das sind mehr als ich dachte. Wer von euch hat schon mal versucht, Kaffee zu rösten oder hat es ja erfolgreich gemacht? Okay. ja, genau. Also ich habe vor circa einem Jahr angefangen, meinen eigenen Kaffee zu rösten, einfach aus Interesse, weil es mir schmeckt. Und wer Lust hat, so an diesen unzähligen Parametern bei dem Prozess ein bisschen rumzudrehen, kann das in meinem Workshop machen. Ich habe einen kleinen Trommelröster, der elektrisch betrieben ist und ja, einige Kilos Rohkaffee mitgenommen. Und ja, das können wir dann machen. Das ist am Samstag 14.30 Uhr neben der Gulaschkanone draußen auf jeden Fall, weil die Rauchentwicklung bei der ganzen Sache doch groß genug ist, dass man es nicht mehr in der HFG machen möchte. Jo, danke. Es geht ja immer weiter. Der Git-Workshop. Jo, ich mach morgen zu der unfreundlichen Uhrzeit von 11:30 Uhr morgens. Ich werde auch lieber noch nicht wach. Einen Workshop für Leute, die Git und GitHub noch nicht wirklich bedient haben oder höchstens alleine vor sich hin. Und das Ziel ist, dass die, die da hinkommen, nach den 2 Stunden wissen, wie man mit anderen Leuten auf GitHub zusammenarbeitet, ohne ihnen zu sehr auf die Füße zu treten. Mal gucken. Wer da hinkommen will, sollte sich vorher einen GitHub-Account schießen und Git auf dem Rechner installieren und vielleicht wissen, wie man auf der Kommandozeile in Verzeichnisse rein und wieder rauskommt. Ist ja voll cool. Den Rest kriegen wir euch beigebracht. Wer das alles schon kann und trotzdem Interesse an Git hat, kann nachher zu dem Workshop über Git-Fails kommen. Der Workshop zur CCC-Verwaltungssoftware. Ah, ist doch niemand gekommen. Das war noch knapp. Der Vollkorn vom CCC-Office hat mich darum gebeten, ein bisschen Werbung für... Das ist noch eine Folie. Genau. Ein bisschen Werbung für Mithelfer fürs Programmieren zu machen. Die jetzt, momentan arbeitet das Verwaltungsoffice vom CCC mit einer DBase-Software in einem DOS-Emulator auf dem alten Debian-System. Was...
ich sag mal, seit 95 im Prinzip stabil. Es läuft seit 95 im Prinzip stabil, wenn man ein paar Sachen beachtet. Aber so Sachen wie Umlaute oder irgendwo Namen länger 8 Zeichen sind nicht wirklich vorgesehen. Deswegen wird es dringend Zeit, da mal Abhilfe zu schaffen. Insbesondere auch eine Mehrbenutzerfähigkeit ist da gewünscht. Angefangen wurde schon, das ist ein Projekt, was in Python mit Flask geschrieben wird und auf einer PostgreSQL-Datenbank arbeitet. Die Entscheidungen sind gefallen, was wie gemacht wird. Das heißt also, der Punkt muss nicht mehr gemacht werden. Da geht es halt darum, noch ein paar Leute zu finden, die freiwillig mit anpacken. Grundlegende Sachen sind schon gebaut, es gibt aber auch noch viel zu tun. Momentan sind viele Sachen irgendwo Export über Skripte gelöst, die nicht unbedingt sehr stabil laufen und alles. Daher geht es darum, das jetzt unter eine einheitliche Oberfläche zu kriegen, die im Intranet dann auch für mehrere User gleichzeitig gedacht ist. Der Vollkorn selber wird morgen ab Mittag im Hause sein. Zur Not fragt mich, wenn ihr mich rumrennen seht. Ich bin wahrscheinlich in der Nähe der Popcornmaschine zu finden. Ich werde dann wohl wissen, wo er sich aufhält. Danke. Jetzt scheint die Präsentation wirklich zu Ende zu sein. Habe ich einen Workshop vergessen, der sich doch gerne noch hier vorne vorstellen möchte? Ihr habt jetzt die Gelegenheit dazu. Bitteschön. Ich kann dir leider nichts anderes als diese Folie anbieten. Hallo, nicht ein Workshop im eigentlichen Sinne. Wir wollen eine Runde des Rollenspiels Apocalypse World spielen. Das ist prinzipiell angedacht für Samstagabend. Da es aber eben ein Rollenspiel ist, das ich leite, hat es eine sehr starke Teilnehmerbegrenzung. Wer da interessiert ist, soll dann bitte auf mich zukommen. Es besteht dann vielleicht auch die Möglichkeit, eine Runde Freitag und eine Runde Samstag zu machen. Mehr habe ich eigentlich gar nicht. Ja, hallo. Ich werde heute Nacht um 0 Uhr im Workshop-Raum mit ein paar Interessierten versuchen, rosa Hassis bzw. Sturmhauben zu stricken. Also wenn euch der schwarze Block, also in dieser Farbe, ja, ich habe leider nur genug für ungefähr 5 Masken und irgendwie noch 2-3 zusätzliche Stricknadeln. Also es wäre cool, wenn ihr stricken könntet und ein bisschen eigenes Zeug mitbringt. Also wenn euch der schwarze Block schon immer zu aggressiv und irgendwie... ja, keine Ahnung, nicht flauschig genug war, kommt und wir rufen die Revolution im Workshop aus. Ja. So, wir sind dann auch schon fast am Ende. Ich möchte nochmal auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Diese Veranstaltung existiert in dieser Form nicht. Die ist in das erste Trolltreffen integriert. Es bleibt aber weiterhin dabei, um 18.30 Uhr beginnt hier der Game Jam und um 19 Uhr ist hier das erste Treffen für alle Helfer. Außerdem um 18.30 Uhr drüben der Vortrag zu Software Defined Radio. Und nun ganz zum Schluss noch einige Durchsagen des Sicherheits- und Brandschutzbeauftragten. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass auch wenn das Zeichen für die Gurte erloschen ist, sollten Sie immer noch am Sitzplatz Ihren Gurt anhaben und das Rauchen auf den Toiletten ist verboten. Nein, Spaß. Aber jedenfalls, also wir machen das nicht so lange wie im Flugzeug, aber es gibt so ein paar einzelne Regeln. Wir sind in einem großen Gebäude, das steht unter Denkmalschutz. Bitte seid vorsichtig damit, also auch mit Sachen, die nicht unter Denkmalschutz sind. Seid vorsichtig und nett zu euren Mitmenschen. Wir sind alle hier, um Spaß zu haben. Aber Folgendes, Rauchen im Gebäude ist verboten. Das ist offensichtlich, denke ich mal. Ihr könnt draußen rauchen, dafür gibt es Platz genug. Dann natürlich Longboardfahren ist verboten, Hoverboardfahren ist verboten, Skateboardfahren ist verboten. Alles, was irgendwie Rollen hat, auch Rennrad oder Hochrad oder Helikopterfliegen, Raketenfliegen, Panzerfahren, alles nicht erlaubt. Genau.
so viel dazu. Dann, ihr habt vielleicht schon alle ein Decktelefon in der Hand. Es gibt so ein paar Sondernummern. Falls ihr jetzt irgendwie die Treppe runtergefallen seid und euch wehgetan hat, dann könnt ihr einfach die 110, die 112, die 911 rufen. Da kommen dann Leute und helfen euch, unter anderem auch Sanitäter. Also, oder wenn es irgendwo brennt, versucht es erst zu löschen und dann zu telefonieren. Also so. Ihr könnt ja euren gesunden Menschenverstand einschalten. Genau, wir sind da, um auf euch aufzupassen. Wir sind auch rund um die Uhr da, wir sind auch nachts um drei da und das ist alles kein Problem. Genau, so viel dazu. Wie gesagt, es gibt noch zwei Sachen, wenn euch irgendetwas stört. Also sei es, hier ist es zu warm oder der hat was Doofes gesagt oder das Gulasch ist zu salzig, irgendetwas. Sagt es bitte sofort, weil ihr könnt euch das vorstellen, wenn Leute zwei Wochen später eine E-Mail schreiben, ja, aber das und das war doof, dann können wir da nichts mehr ändern. Deswegen, wenn irgendwas schief läuft oder ihr der Meinung seid, es läuft schief, dann sagt es einfach den Orga-Menschen, die erkennt man dann auch am Badge, oder ihr könnt einfach zu den Infrastruktur-Points wie NOC, POC, also PPOC, NOC oder VOC gehen oder an die Bar oder an den Infotresen und sagen, hey, da drüben ist kein Klopapier oder was weiß ich, der fährt mit seinem Panzer rum, das stört mich. Also wichtig ist nur, ihr müsst es sofort sagen, dann können wir, nur dann können wir es nämlich beheben. Genau. So viel dazu. Wenn irgendetwas ist, geht einfach an den Infotresen. Die helfen euch weiter. Und genau, damit vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank an Herrn Weibel für die kurze Ansprache. Vielen Dank an Andi für das Moderieren. Und vielen Dank an alle Teilnehmer, die hier ihre Workshops vorgestellt haben. Und jetzt frohe GPN und viel Spaß.